Ich finde einfach, dass das Fernsehen extrem hinterherhinkt der Realität. Ich würde immer sehr stark mich darum bemühen, dass wir nicht weißer und heteronormativer sind, zumindest als unser Umfeld. Ich wurde ja bombardiert mit solchen Kritiken und ich lese das auch alles. Dieser Film war für mich fast wie eine Filmhochschule. John, mein Mann, hat gesagt, also wenn du das jetzt nicht machst, dann ist der Zug aber völlig abgefahren. Dann brauchst du nicht mehr hoffen, dass du noch Regisseurin wirst. Es ist der Film, zu dem ich bis heute am allermeisten positive Stimmen bekomme. Guten Abend, meine Damen und Herren, zum zweiten Fernsehsalon mit Julia von Heinz. Wir wollen hier heute Abend reden über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, über den Programmauftrag, den das Fernsehen hat, über das, was Menschen dazu beitragen, dass dieser Programmauftrag erfüllt wird und auch darüber, wie sich jemand selber einen Auftrag stellt. Und als ich das Konzept für diese Veranstaltungsreihe gemacht habe, da habe ich eine Rede gesehen bzw. gehört und habe gedacht, die Person, die das sagt, muss unbedingt in den Fernsehsalon kommen, weil es genau um unser Thema geht. Ich möchte ganz kurz den Kernsatz daraus zitieren. So weiterzumachen wie bisher ist riskanter als praktisch jedes Risiko, das man mit einer Kehrtwende eingeht. Und es ist noch nicht zu spät. Lasst Diversität ins Programm, zeigt Perspektiven, die sich nicht sofort in eine Marktquote übersetzen lassen, aber für die ihr geliebt werdet, weil sie der Ausdruck einer Generation ist, die unsere Gegenwart und Zukunft gestaltet. Das hat Julia von Heinz in Baden-Baden 2019 dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk entgegengerufen. Und ich dachte, wie gesagt, diese Frau muss ich unbedingt einladen. Dann habe ich an Weihnachten Eldorado KDW gesehen, jetzt ist unsere Zeit, und dachte, die muss ich nicht irgendwann einladen, sondern jetzt einladen. Und Gott sei Dank hat sie auch zugesagt. Guten Abend und vielen Dank, dass du gekommen bist, Julia von Heinz. Vielen Dank, Claudia. Beim letzten Mal war Maren Kreumann unser Gesprächsgast. Sie ist heute Abend auch hier. Ich freue mich sehr, Maren, dass du da bist. Es sagt dir auch, Julia, dass man das überleben kann, was wir hier machen. Und da hat Annette Frier ganz kurz auf Maren gesprochen, ganz zauberhaft auch. Wir haben natürlich jetzt jemanden gefragt, der dir nahesteht, du kannst es dir denken. Ja. Und ich freue mich auch, dass Rosa von Braunheim heute hier ist. Bitte die Videobotschaft von Rosa. Liebste Julia, ich freue mich, dass ich dir diese Grußbotschaft übermitteln darf und mein Penisäffchen auch. Und ich bin sehr stolz auf dich, das weißt du, dass du so viel geschaffen hast. Und ich glaube, du bist ein gutes Beispiel für viele Frauen, die Familie haben. Und du hast drei Kinder und dass du diese Karriere gemacht hast. Und ich glaube, das hast du nur gemacht mit Fleiß, Disziplin und Fantasie. Und du bist ein gutes Beispiel dafür, dass alle Wünsche wahr werden. Denn ich erinnere mich noch, wie du bei mir angefangen hast. Du hast mir geholfen, den Kannibalenfilm zu schneiden. Und dann saß du am Küchentisch und hast gesagt, ich werde mal ganz berühmt. Und da dachte ich, die Alte spinnt. Aber man sieht, alle Wünsche werden wahr. Und ich bin sehr stolz auf dich und das Penisäffchen auch. Ich würde gerne da einhaken, wo du an diesem Küchentisch gesessen hast und gesagt hast, ich werde mal berühmt. Ich weiß das ja nicht mehr, dass ich das so gesagt haben soll. Du behauptest das, aber ich glaube schon, dass ich sehr felsenfest dir gesagt habe, ich werde Regisseurin werden. Und das stand ja wirklich zur Debatte, weil ich an den Filmhochschulen nicht angenommen wurde. Und das habe ich so felsenfest, glaube ich, wirklich immer gesagt, weil ich so eine innere Sicherheit hatte, dass ich doch Regisseurin bin oder werden soll. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich dir das gesagt habe. Aber natürlich saßen viele da und haben zu Rosa gesagt an diesem Küchentisch, ich will Regisseurin werden und ich will Regisseur werden. Rosa hat dann auch mal zu mir was gesagt, und das kommt dann auch 1:1 in der Serie Eldorado KDW vor. Ich dachte, Frauen haben kein Talent zum Größenwahn. Das lasse ich ja dann den Tietz zur Fritzi sagen, und dasselbe hast du mir mal gesagt. Und du begrüßt das ja, Rosa, dass man ein bisschen größenwahnsinnig ist und sehr, sehr viel will und sehr, sehr viel und große Pläne hat. Und das habe ich tatsächlich immer gehabt, und das ist auch immer noch so, dass ich irgendwie mit jedem Film oder jedem neuen Vorhaben versuche, dass das
mich wieder so ein bisschen herausfordert. Also ich merke, dass ich dann am besten funktioniere oder Spaß habe, auch wenn ich in so einer leichten Überforderung permanent bin und sehr schlecht funktioniere, wenn das Gegenteil der Fall ist. Also ich erinnere mich, dass ich deinen Namen zum ersten Mal gehört habe, dann bei Was am Ende zählt. Ja. Das war dein Langfilmdebüt, der auch thematisch zurückging auf einen Kurzfilm, den du gemacht hast, Lucy und Vera. Und den fanden wirklich alle toll. Der ist ja auf der Berlinale in der Perspektive gelaufen. Und selbst ich, wo ich eben mehr Fernsehen gucke und weniger ins Kino gehe, alle raunten, das müsste man gesehen haben. Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe das damals nicht unbedingt so empfunden. Das lief 2007 ja im Februar auf der Berlinale. Und einen Verleih gefunden haben wir erst 2 Jahre später, im Jahr 2009. Also für mich hat das lang gedauert, bis ich das Gefühl hatte, der Film wurde gesehen oder hat eine Art Wirkung für mich entfaltet. Aber umso schöner im Nachhinein zu wissen, du hast ihn wahrgenommen. Ja, aber ich habe eben auch beides sozusagen wahrgenommen. Aha. Einerseits dieser Festivalerfolg, wir reden ja jetzt auch rund um die Berlinale, also eben dieses Fachpublikum und dieses Gefühl, da kommt jetzt sozusagen jemand mit einer tollen Handschrift und jemand Neues, das ist ja auch die Idee von Perspektive Deutsches Kino. Und dann habe ich als nächstes Rosa Kinder gesehen irgendwann, wo du ganz verzweifelt am Waldrand in der Nähe von München sitzt und eben das Gefühl hast, es geht gar nichts weiter. Mhm. Ich habe das eben nicht so zusammengekriegt. Kannst du vielleicht noch mal kurz das noch mal so Revue passieren lassen? Ja, es ist viel Zeit vergangen für mich, praktisch nach meinem Debütfilm, der 2007 dann hier in der Perspektive lief und bis dann wieder was passiert ist. Ich habe dann einen Dokumentarfilm machen können, 2009 und über 2007 und 8 hast du ihn gedreht, wenn ich mal kurz. 2007 und 8 schon gedreht. Ach siehst du, guck mal, so verschiebt sich das alles standesgemäß und dann aber wann, du weißt das jetzt besser als ich. Ich weiß es jetzt besser, weil ich es jetzt nachgelesen habe. Also als ich dann Hani und Nani 2 gedreht habe, hatte ich doch das Gefühl, dass ich sehr lange nicht an einem Spielfilmset gestanden hatte, bis ich dort wieder mit all diesen hochkarätigen Schauspielern plötzlich am Set stand. Wann das war dann? Genau. Also Rosa Kinder ist übrigens ein ganz toller Dokumentarfilm bei Cordes und Cordes produziert, in dem du ja auch mit den anderen aus der Filmfamilie von Rosa, Tom Tykwer, Chris Kraus, Axel Ranisch und Robert Thalheim zusammen eine Hommage an Rosa von Braunheim gibst. Und dann erzählt ihr eure Geschichten, die ja alle sehr unterschiedlich sind. Da wird es halt so erzählt, das finde ich eben interessant, dass du eigentlich erstmal keine Perspektive hattest, sondern eher so als Mutter zu Hause in der Nähe von München warst und Rosa angerufen hat und gesagt hat, du musst mal wieder was machen und ich habe jetzt, da gibt es jetzt jemand, der würde mit dir einen Dokumentarfilm machen, krieg mal deinen Arsch hoch. Absolut. Und mach das. Und so ist dann standesgemäß entstanden. Ja, wir hatten einen Spielfilmstoff entwickelt zu einer ganz ähnlichen Thematik, adlige Singlefrauen, die praktisch verzweifelt sind, aber das klingt ja auch idiotisch auf den ersten Blick und so nach Pilcher oder Guldenbooks oder irgendwas Altmodisches vielleicht verbotene Liebe oder so. Und da hat der Redakteur eben zu Recht gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Gibt es denn sowas noch? Dann mach doch bitte einen Dokumentarfilm. Und ich hätte alles gemacht, was ich hätte machen dürfen für jeden Sender und für jeden Redakteur. Und dann habe ich mich sofort da reingestürzt und habe geguckt, wie macht man denn einen Dokumentarfilm? Und dann weiß ich noch, dass der Film Ein Glanz von Berlin ganz wichtig für mich war. Das ist ein super Dokumentarfilm, wo 3 Putzfrauen, glaube ich, porträtiert werden. Ja. Und im Grunde genommen, wenn man die beiden Filme, glaube ich, nebeneinander legen würde, würde man auch sehen, dass die sehr, sehr ähnlich strukturiert und aufgebaut sind. Das ist ein sehr gewagter Vergleich. Sie können sich diese Filme bei uns in der Mediathek angucken. Ich habe den immer und immer wieder geguckt und sogar abgeschrieben, weil ich gut fand, dass der so gut aufgebaut war und wie persönlich auch die Regisseurin an diese 3 Frauen. Ich habe den tatsächlich sehr stark als Vorbild gehabt und mir über diesen Film angeeignet, wie ich vielleicht auch einen Dokumentarfilm machen könnte. Das finde ich jetzt nochmal sehr interessant, dass du eben sagst, naja, dann mache ich jetzt eben einen Dokumentarfilm und erarbeite mir das selber. Das ist ja so eine typische Haltung auch von Autodidakten. Ja. Ich mag diesen Film standesgemäß sehr, weil er aber auch mir eine Welt erschließt als kleines bürgerliches Mädchen, dass ich gar keinen Kontakt auch zu diesen Kreisen habe, weil du es eigentlich schilderst, als wären diese 3 alle in so einem Gefängnis. Weil die müssen, sind die auch. Sie müssen parkettsicher und standesgemäß heiraten, sonst verlieren sie eben ihren ganzen Status. Und sie erzählen dir sehr offen eigentlich auch von ihrer Einsamkeit. Also man sieht das, finde ich, sehr deutlich mit dieser Einsamkeit. Und es ist irgendwie wirklich sehr tragisch und so, als würden die keinen richtigen Ausweg daraus finden. War es einfacher, weil du auch
Julia von Heinz ja. bist? Ja, nur deshalb möglich in dem Fall, ganz klar. Ich hatte zwar ein bisschen Kontakte in dieses Umfeld, aber natürlich wollten viele da auch nicht mitmachen bei so einem Film. Und er gilt auch ein bisschen als Nestbeschmutzerinnenfilm in Adelskreisen. Also beides. Zum einen wird er zu Hochzeiten gern verschenkt, haha, lustig und so. Und ja, dann hat sie es geschafft, wenn du dann standesgemäß ja. geheiratet hast, dann kannst ja, du auch ja. den Film verschicken. Barbara Schöneberger, die hat auch, glaube ich, adelig geheiratet, die hat auch erzählt, sie hatte da auf dem Gabentisch gehabt. Das hat sie mir dann bei Hani und Nani 2 erzählt. Fand ich auch schön. Also auf der einen Seite viele, viele Absagen und dann tatsächlich aber die, die mitgemacht haben und teilweise lief das dann über den Bayerischen Adelsverband, an den ich mich gewendet habe, die haben zu mir Vertrauen gefasst, weil ich gesagt habe, ich mache das nicht von außen, sondern ich sitze im weitesten Sinne schon mit euch in einem Boot. Ich habe das ein Stück weit, wenn auch nicht ganz wie ihr, weil ich auf einem anderen Niveau adelig bin oder war, selbst erlebt und würde das gerne thematisieren aus meinem eigenen Erleben heraus. Und ich glaube nicht, dass die das gemacht hätten, wenn ich ganz von außen gekommen wäre. Mich hat es jetzt mal interessiert, wie du eben selber sozusagen mit deinem Adelsstand da umgeht. Also weil wir wissen ja auch von dir seit und morgen die ganze Welt, dass du bei der Antifa warst, dass du eigentlich hier sozusagen linke Geschichte auch hast. Fühlst du dich überhaupt irgendwo da sozusagen zugehörig? Habt ihr auch solche Familientreffen? Machst du das auch alles Nein. mit? Nein, meine Eltern, also gerade mein Vater hat ganz früh irgendwie sich daraus verabschiedet. Also nicht ganz früh, sondern er war schon noch in so einer Burschenschaft, in so einem Chor, wie man in einer Studentenverbindung. Und da sind wir auch als Kinder noch auf die Sommerfeste gegangen und so weiter. Aber als das Ganze ins Teenageralter ging, wir haben dann vielleicht noch diese adlige Tanzschule mitgebracht. Aber dann war mein Vater auch eine wichtige Stimme, der irgendwie das alles für idiotisch und altmodisch erklärt hat. Und auch gesagt hat, ihr geht jetzt nicht als junge Mädchen da auch noch zu den Veranstaltungen, sollt dann wohlmöglich die Söhne oder die neuen nachwachsenden Studentenchor, Leute kennenlernen und so, was üblich durchaus war im Bekanntenkreis oder so. Und war jemand, der der Sache auf jeden Fall auch selbst den Rücken gedreht hat. Ich aber auch gleichzeitig mit ihm. Und meine Mutter hat da sowieso nie besonders viel Wert drauf gelegt. Du hast es gerade schon gesagt, es geht dann halt weiter bei dir eigentlich mit Hani und Nani 2. Und ich habe mal ein Interview gemacht mit Stefan Arndt von X-Filme. Da ging es um die dritten und vierten Filme. Also man weiß es ja, man hat erstmal diesen Erstling und dann hat man den Debütfilm. Und dann kommt irgendwann so eine Reihe von Filmen, wo viele auch eben nicht mehr weiterkommen. Also wo man plötzlich so ungeschützt ist. Und dann sagt Stefan Arndt zu mir, Spielfilmregie ist ein ziemlich direkter Weg in die Armut. Und man könne sein Handwerk aber ja auch sehr gut mit Fernsehspielen üben. Also Fernsehen so als die Möglichkeit, mit kleinem Besteck zu üben. So, wenn ich jetzt seine Filmografie sehe, das ist dann sozusagen sofort ins Kino und auch mit dem großen Besteck. Also Hani und Nani 2 ist ja eine große Produktion ja. gewesen. Eine, ja. wo man auch nicht unbedingt denken würde, dass das so einen Anschluss hat an das, was du vorher gemacht hast. War das sozusagen gerade die richtig große Herausforderung? Also alles zusammen. Erstmal hatte ich damit nicht gerechnet. Das war gar nicht das, wo ich mich gesehen hatte bei diesem großen kommerziellen Kinderfilm. Aber es war trotzdem unglaublich beglückend, dass das plötzlich reinschwirrte als Anfrage. Also das war völlig neu für mich, dass so eine Anfrage zu mir kommen könnte. Und ich war auch überrascht. Und du hast im Making-of, das hast du mir gerade ja. oben erzählt, gesagt, die Produzentin hat tatsächlich angeknüpft an was er mir ja. erzählt. Ne? Die hat genau. gesagt, wir gehen jetzt ins Teenager-Alter mit den beiden Zwillingen. Und diesen Film hatten sie gesehen und haben mich deshalb als geeignet betrachtet. Ich hatte diesen Bogen selber gar nicht unbedingt geschlagen. Ich hätte sehr vieles, wie gesagt, zu der Zeit gemacht, alles. Das würde ich auch immer meinen StudentInnen raten, vieles auszuprobieren. Und bei Hani und Nani habe ich mir dann den Teil 1 angeschaut, durchaus kritisch auch angeschaut. Und bin dann zu diesem Directors Casting gefahren, das weiß ich noch, und war da, glaube ich, sehr ehrlich. Also ich habe da auch gesagt, was ich an dem ersten Film schön fand und was aber auch nicht und was wir vielleicht anders machen könnten. Und warst du da auch, Nico? Warst du da an dem Tisch auch? Ich weiß nicht mehr. Für mich ist das alles verschwommen. Ich weiß noch, dass von der Ufa 4, 5, 6 Leute da waren. Ich war irre aufgeregt und habe dann da gesprochen. Und dann, glaube ich, wirklich, ich war gerade schon wieder draußen unten. Da hat die Produzentin schon angerufen und hat gesagt, das hat ihnen gut gefallen. Dann bin ich nach Hause gefahren im Zug und habe dann schon ganz, ganz viel aufgeschrieben dazu, wie ich das gerne machen würde. Und das war für mich schon eine große, also ich habe gerade gesagt, ich bin gern in der Überforderung, aber die war es auch. Da war ja Hannelore Elsner, da war Susanne von Borge, die Kathi Thalbach,
diese Koryphäen waren ja da die Lehrerinnen und das waren auch einschüchternde Momente und ich habe das mit sehr viel Vorbereitung und sehr genau immer jeden Tag zu wissen, was kommt da am nächsten Tag auf mich zu, habe ich mich da durchgehangelt. Es gab aber auch einen Moment am ersten Drehtag, wo ich heulend hinter den Kulissen stand, weil ich so eine Angst hatte und nicht mehr wusste, wie das alles geht und da rausgezogen werden musste. Aber ja, im Endeffekt hat es mir aber sehr viel Vertrauen gegeben, dass ich das kann. Und das war bestimmt noch eine Zeit, wo ich mich eher als Hochstaplerin gefühlt habe, weil ich ja so wenig Substanz unter dem hatte, was ich schon wusste übers Spielfilmregie führen. Aber es ist sehr, sehr stark gewachsen mit diesem Film. Also dieser Film war für mich fast wie eine Filmhochschule, um zu lernen, wie geht denn das eigentlich, professionell Regie zu führen. Mhm. Bei Was am Ende zählt, war es ja noch alles eher im freundschaftlichen Bereich. Wir hatten da ein Budget von 400.000 Euro. Da arbeitet man viel mit Leuten, die einfach so mitmachen. Schauspieler, die man kennt, die Freunde sind und so weiter. Und das war ein großer Schritt in dieses professionelle Filmset. Mhm. Es ist ja interessant, dass wir, dass das schon da so gewesen ist, dass du hingehst und sagst, naja, Hanni und Nanja 1 habt ihr das ganz okay, was ihr da gemacht habt, aber ich würde es irgendwie anders machen. Das ist ja auch ein Teil der Geschichte jetzt von Eldorado KDW, dass du zum, wenn wir jetzt mal kurz dahin vorgreifen, dass du eigentlich zum Regie-Casting eingeladen worden bist und gesagt hast, das, was ihr mir da an Drehbuch gibt, das will ich aber eigentlich gar nicht machen. Das ist aber im Vorfeld eigentlich schon besprochen gewesen, schon am Telefon, dass ich schon gesagt habe, so und so würde ich da reingehen und dann hieß es, ja, dann komm doch trotzdem und leg uns das ein bisschen genauer dar. Also das, Ja, aber trotzdem, ja. Es gibt natürlich sozusagen dieses gewisse Selbstbewusstsein, was ich toll finde, was diesen Rücken und so zu haben, zu sagen, dass ich würde es gerne machen, aber ich würde es nicht so machen, wie ihr euch das bisher vorgestellt habt. Oder ja, obwohl war ich bei Hanni und Nanni 2 sicherlich viel, viel enger in dem Genre, was da richtig ist und passend war, geblieben bin. Ich wollte da jetzt wirklich beweisen, ich kann Regisseurin sein und ich schaffe das. Da hatte ich ganz neu mein kleines drittes Kind. Der war ja wirklich 3 Monate alt, wo der Film begann. Und wir haben auch lang diskutiert, soll ich das jetzt trotzdem machen? Und John, mein Mann, hat gesagt, also wenn du das jetzt nicht machst, dann ist der Zug aber völlig abgefahren. Dann brauchst du nicht mehr hoffen, dass du noch Regisseurin wirst. Das war eine schwierige, aber wichtige gemeinsame Entscheidung, trotz dieses kleinen Kindes jetzt in so ein großes Projekt reinzugehen. Dein Mann John hatte offensichtlich recht, nachdem du das gemacht hast, ging es dann Schlag auf Schlag. Da gibt es einerseits Hannas Reise, das ist jetzt auch kein Arthouse-Film mehr, aber schon ein Film, der wieder mehr in diese Richtung geht und der auch, vieles mit dir zu tun hat, über eine junge Frau, die eigentlich nur ein Testimonial haben will von ihrer Mutter, die bei Aktion Sühnezeichen arbeitet, damit sie irgendwie bessere Bewerbungschancen hat für ihr BWL-Studium oder für ihr Assessment Center. Das hatten wir in der Zeit dann in der Schnittphase und rund um Hanni und Nanni 2 schon weiterentwickelt, John und ich. Das war auch nach einem Roman, den es gab. Das war Der gute Teil des Tages von Theresa Bäuerlein. Und wir waren in Israel ja schon zusammen gewesen, John und ich. Ich war vorher schon öfter in Israel gewesen und kannte diesen sehr speziellen, humorvollen Umgang mit Deutschen, wenn die da hingehen und alles zum Thema Holocaust, wenn man da diesen Deutschen begegnet. Und das kannte man in Deutschland nicht. In dem Buch war das aber auch drin, weil Theresa war ja auch dort gewesen, die Autorin. Und das fand ich super, dass man das mal in einem Film zeigt und so weiter. Und ansonsten haben wir uns da tatsächlich sehr stark an romantischen Komödien orientiert und haben die alle rauf und runter geguckt. Ist ja auch ein schönes Strickmuster, was immer wieder funktioniert, dass zwei Leute, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen, wir wissen aber natürlich, gehören sie doch zusammen. Und so erzählt es uns der Film dann auch. Und das auf dieses Thema zu übertragen und mit der Leichtigkeit und dann in dem Land, in dem ich eh sehr gerne Zeit verbringen wollte und auch schon viel hatte, das war ein totales Herzensprojekt, für das ich dann auch Hanni und Nanni 3 ja abgesagt habe. Wir hätten das sicherlich gern weitergemacht, aber es war dann im Endeffekt auch gut, weil das ist auch was ich festgestellt habe, dass man schnell, wenn man eine Sache gemacht hat, immer wieder das Gleiche nochmal machen soll. Also wenn man Katharina Luther dreht, soll man danach Käthe Kollwitz, Anna Boda und Friederike Castell drehen. Und wenn nicht Hanni und Nanni, dann kommt Hanni und Nanni 3, TKKG, Benjamin Blümchen. Also es ist super und ich finde auch super, wenn man sich mit einem Genre festlegt. Aber
Für mich wäre das einfach nichts. Aber irgendwie glaube ich, jetzt ist gar nicht klar, was man mir. Nee, also ich würde auch sagen, wir gehen. Ich glaube, niemand wüsste, was nach dem ganzen Wirbel was kommt. Ja, es sind auch keine großen Kaufhäuser oder Hotels oder so. Es ist nichts mehr übrig. Nee, das ist jetzt auch alles. Jetzt gerade alles auch schon unklar. Vorbei. Genau. Für mich auch. Später, als du dann. Ja. Als es dann und morgen die ganze Welt darum ging, hast du gesagt, dass Hani und Nani 2 und ich bin dann mal weg, auch für die UFA, dass das Auftragsproduktion waren. Ich hatte das Gefühl, dass das so ein bisschen einige in den falschen Hals bekommen haben. Genau, fand ich auch. Da habe ich mich über den Spiegel geärgert und habe die auch gebeten, das umzuschreiben, was nicht ging. Nee, die haben geschrieben, dass ich mich davon distanziert hätte. Aber für mich ist das keine Distanzierung, sondern es ist ein Unterschied einfach, ob ich einen Stoff über Jahre ja teilweise wirklich selber schreibe und entwickle und dann irgendwann umsetze oder ob der von außen an mich herangetragen wird, von anderen geschrieben wurde, auch einem bestimmten Format oder Genre ganz klar vielleicht entsprechen soll. Und das war sicherlich bei diesen beiden großen Produktionen der Fall, dass ich das auch einfach so zu erfüllen hatte, wie sowas herausgebracht werden soll. Das ist dann eher eine Auftragsproduktion. Da steckt trotzdem genauso viel Liebe und Arbeit drin. Also, oder man kann das nicht ganz vergleichen, das ist einfach ein bisschen anders. Aber eine Distanzierung sollte es nicht sein. Mhm. Aber ich habe mich dann schon auch gefragt, wie kommt eine die bekennende Atheistin dazu, die Reise von Harpe Kerkeling, also die Pilgerreise, zu machen. Ich finde den Film gelungen, ist jetzt gar nicht der Punkt, aber ich habe mich trotzdem auch gefragt. Fanden viele nicht, muss man auch dazu sagen. Ja, es waren echt die härtesten Kritiken, die ich je für einen Film bekommen habe. Also das war niederschmetternd. Ich weiß noch, Rosa, da muss ich dich schon wieder ansprechen, dass ich bei dir war und du hast gesagt, ich hol mal den Spiegel und ich saß auf deinem Sitz und du liest das und och, brauchst du gar nicht lesen, Julia. Nicht so wichtig. Und dann natürlich habe ich es dir weggenommen. Ich bin dann mal Depp. Ja. Grinsekatzen im Nebel, oberflächlicher und seichter, kann man so einen Film nicht machen. Und das war ja, ich wurde ja bombardiert mit solchen Kritiken und ich lese das auch alles. Ich kann das absolut nicht von mir fernhalten. Hast du von jedem Film so ein Ding? Ja, können wir das für unser Schriftgutarchiv dann eines Tages bekommen? Die liegen im Filmarchiv in Frankfurt. Ich habe das von jedem Film, absolut. Das ist jetzt so sicherlich die dickste Mappe, aber ich sammle das alles. Ich sammle auch absolut die bösen Sachen, die es gibt. Und ich sammle das nicht nur hier, sondern ich sammle das auch in meinem Herzen und finde das auch gut, dass sich kluge Menschen mit meinen Filmen auseinandersetzen und lernen davon auch. Und natürlich war dieser enorme kritische Backlash, der durchgehend war in der Presse, für mich eine Kehrtwende, weil ich gemerkt habe, okay, du warst vielleicht einfach nicht die Richtige für den Film. Und hat dich nicht so erreicht, ja? Das hatte ich dann doch so erreicht. Also ich meine, als ehemalige Kritikerin finde ich natürlich Wirksamkeit auch nicht so schlecht. Nee, das erreicht mich aber in dem Fall. Für mich war es auch traurig allen Mitwirkenden gegenüber, weil du weißt ja, das lesen jetzt auch meine Schauspielerinnen, das lesen alle Mitwirkenden, alle, die da viel Liebe und Kraft reingesteckt haben. Jeden wird das verletzen, das finde ich schwierig. Ich war super glücklich, dass auch Harpe Kerkeling immer mit mir so Kontakt gehalten hat und geschrieben hat, gib nichts drauf und man kriegt fürchterliche Presse immer und er liebt den Film und das war ja wichtig. Und natürlich auch die UFA hat sich in keinster Weise davon distanziert. Das war ja auch ein Erfolg. Das Publikum hat den Film ja auch zum Glück angenommen. Das klafft ja eh manchmal seltsam alles auseinander. Mhm. Mhm. Aber trotzdem haben die Kritiken mich so weit erreicht, dass ich gemerkt habe, ich muss noch mehr hinter dem stehen können. Und noch mehr genau wissen, was ich da erzähle, um dem auch selbstbewusst dann entgegentreten zu können. Mhm. Bei diesen Kritiken hat mich das allzu oft auch deshalb schmerzhaft erreicht, weil ich denen zwischen den Zeilen Recht gegeben habe. Und das war besonders hart, zu denken, ja, und das ist auch seicht an dieser Stelle. Und diese Szene hättest du besser drehen müssen und warst scheinbar dazu nicht in der Lage. Und danach habe ich erst gedacht, ich will den Beruf nicht mehr ausüben. Das war ich bin dann mal weg, wo ich dachte, ich höre ganz und gar auf und möchte nicht mehr Regisseurin sein. Und dann habe ich das. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her, das war 2015, ne? Mhm. Und dann habe ich irgendwie diesen Scherbenhaufen zusammengekehrt in mir und habe dann ganz stark alles auf und morgen die ganze Welt gesetzt, weil ich dachte, du musst jetzt nach diesem innerlich empfundenen Desaster der Film machen, der dir ganz und gar entspricht. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann kannst du eben wirklich nicht mehr Regisseurin sein. Aber den muss ich machen. Und das hat unglaublich lang gedauert, den zu finanzieren. Und deshalb sind dazwischen zwei Fernsehproduktionen gewesen. Sowohl Katharina Luther als auch Ich bin dann mal weg. Beide
in diesem Warten auf und morgen die ganze Welt. Mhm. Und beide waren unheimlich wichtig, um meine filmische Handschrift zu festigen. Ja, was ja. ich bei diesen beiden Filmen gemacht habe, würde ja, ich sagen. Ja, du hast jetzt gesagt, der zweite Fernsehfilm war, ich bin dann mal weg. Nur das nee, ich meine Für immer und dich, Entschuldigung. Genau. Ja. Ja, also das waren diese genau. beiden Fernsehfilme, die ich in der Zeit gemacht habe, wo ich auf und morgen die ganze Welt gewartet habe und dachte, ich muss jetzt einmal mich zeigen können. Das steht auf meiner nächsten Karte. Hast du das gelesen? Nee, ich kann gar nicht so. Also genau, weil ich wollte gerne einen Gedanken noch mal dazu haben, zu Ich bin dann mal weg. Das ist ja eine Ich-Geschichte. Habe Kerkeling hat damit ja auch was losgetreten. Gibt es doch vielleicht eben auch diese Verbindung, vielleicht hast du das auch nicht ganz gekauft? Also ist es wirklich eine größere Distanzierung gewesen? Es ist jetzt auch ein Mann, das ist seine Heldenreise. Ich denke, ich war vielleicht nicht die Allerbeste dafür. Ich glaube sehr daran, je näher die Erzählerperspektive an der Erzählperspektive ist, desto genauer werden Filme, desto höher ist auch die Qualität. Vielleicht konnte ich mich nicht ausreichend hineinfühlen tatsächlich. Ich erkenne den riesengroßen Wert dieser Erzählung. Ich finde das Buch stark. Jetzt, wo die ganzen Kirchenaustrittsdiskussionen sind, ist völlig klar, warum war der so erfolgreich mit diesem Buch? Weil er zum ersten Mal Worte gefunden hat für diese riesige Menge Menschen in Deutschland, die für ihren Glauben neben der Institution Kirche einen Ort und Worte suchen. Und das hat Harpe Kerkeling ihnen gegeben mit dieser Wanderung auf dem Jakobsweg. Und ich glaube, wenn ich selber vor all diesen Fragen gestanden hätte, hätte ich das einfach noch genauer ausfüllen können. Ich würde jetzt gerne weitermachen mit Katharina Luther und nochmal Ernst Ludwig Ganzert, der heute Abend auch hier ist, von der Icon danken, dass wir diesen Ausschnitt zeigen dürfen. Das ist ein Historienfilm, der entstanden ist zum Jubiläum 500 Jahre Luther. Und da kommen dann so schlichte Gemüter wie ich auf die Idee, dass man einen Film über Luther macht. Und das ist dabei ein Film über die Frau von Luther, also Katharina von Bora, die dann eben Frau Luther geworden ist. Wer hatte diese Idee? Wann bist du auf dieses Projekt gekommen? Die Idee hatte die Icon sicherlich, zusammen mit der Redaktion, mit Jana Brandt vom MDR. Korrigiere mich bitte, Ernst, wenn das anders war. Und dann gab es auch wieder dieses klassische Directors Casting, wo ich eingeladen wurde. Das war in München bin ich zu euch gekommen. Da waren auch noch andere KollegInnen eingeladen. Und ich habe es ja auch gar nicht gekriegt, ne? Aber die andere ist abgesprungen, die das dann gekriegt hat, genau. Doch, das hat mir aber die Lucia erzählt. Wir reden ja nachher noch ein bisschen länger weiter. Das ist die Idee dieses Salons, das könnt ihr dann noch wie mal. Wie auch lassen. Immer, das war ja ein Gespräch, wo wir uns, glaube ich, alle gut verstanden haben. Und in dem Fall habe ich es so erlebt, dass das eine Weile gedauert hat, bis ich es dann machen sollte. Und fand das fantastisch. Ich habe dann mit Daniela Knapp zusammen da sehr stark auch noch am Drehbuch so weitergearbeitet, aber es gab auch eine sehr, sehr gute Vorlage von Christian Schnalke, aber wir hatten auch das Gefühl, wir können noch vieles hinzugeben. Das ist so, beim Auflösen des Films sind nochmal viele Änderungen auch entstanden, Stränge wurden zusammengezogen und so weiter, und ansonsten war das eine Arbeit, wo ihr, glaube ich, auch uns dann sehr vertraut habt, dass wir da diesen Weg gehen dürfen mit dieser sehr subjektiven Erzählweise, ganz aus Sicht von Katharina von Bora, wie ich es dann noch viel konsequenter später in Und morgen die ganze Welt gemacht habe. Aber diese filmische Ich-Perspektive, die ich immer noch sehr gerne mag, die haben wir da zum ersten Mal so stringent ausprobiert als Kamerakonzept, ohne Totalen zu arbeiten, ausschließlich aus der Perspektive einer Person heraus, was diese große Nähe mit sich bringt. Das haben wir da zum ersten Mal gemacht. Und das war durchaus riskant und hat auch, glaube ich, für Diskussionen gesorgt. Kann so ein Film denn wirklich ohne Totalen auskommen? Und geht das, das alles in Nahaufnahmen und Details zu erzählen? Und dann ist das doch sehr gut aufgegangen. Ja, das ist sehr gut aufgegangen. Wir sehen eine kleine Minute daraus. Das sündige Treiben der heiligen Leute den Teufel in der Hölle freut. Das ist die Wahrheit über die Lutherin. Die sind überall. Dreck. Dieser Unrat spielt keine Rolle. Adi, das ist gefährlich.
Dein Leben ist ohnehin bedroht, wenn sie jetzt noch diese Schande ins Spiel bringen. Ich lebe nach den Gesetzen Gottes, nicht nach den Gesetzen meiner Feinde. Es geht um deine Glaubwürdigkeit. Die Leute reden. Es gibt sogar Gerüchte, du lässt sie von einer Frau die Predigten diktieren. Ja, beide aus Ich bin dann mal weg, ne? Sowohl. Ja, genau. Klar. Genau. Also du hast doch meine Karten irgendwie gesehen, das wollte ich dich jetzt darauf ansprechen. Nee, es fällt mir dann selber auf. Ja, genau. Ja. Also David Striso, der eben den Harpe Kerkeling spielt in Ich bin noch mal weg. Und Katharina Schuch, die da eigentlich in dem Wanderfilm eine kleinere Rolle hat, aber die da wirklich ganz großartig ist. Die aber bei Hannas Reise davor eben bei mir die Hauptrolle gespielt hat. Ja. Also ich fand, dass Katharina Luther eine große Wucht hatte und dass diese Idee, dass es eigentlich eine Frau hinter diesem Mann gibt und dass es auch gar nicht anders gegangen wäre. Das wird erzählt der Film ja auch, dass sie eben sehr gut mit Finanzen umgehen konnte, dass sie das auch alles so ein bisschen zusammengehalten hat. Sie stirbt ja verarmt, ist eine ganz tragische Frauengeschichte. Da habe ich dann zum Beispiel gedacht, ja, das ist jetzt so ein Julia von Heinz-Stoff. Das hätte ich, da fand ich dich sehr mit identisch. Und das war schon als Projekt an sich sehr passend zu mir, finde ich. Ne? Das, da war vieles drin, wo ich sowieso dafür bin, also eben die Sichtbarkeit von Frauen zu erhöhen, nicht immer wieder diese Geschichten zu erzählen, wo wichtige Männer Geschichte machen und Frauen flankieren das praktisch stumm und schön und so. Also davon gibt es ja einfach Dutzende Filme. Und das war absolut in meinem Sinne zu sagen, ihr jetzt mal eine Stimme zu geben und ihre Geschichte zu erzählen. Den habe ich mir sicherlich sehr, sehr stark zu eigen gemacht, diesen Film. In diesem Tatort, wir sehen auch gleich einen kurzen Ausschnitt, da gibt es am Anfang eine fahrlässige Tötung, aber das geht gar nicht darum, sondern eigentlich geht es um den sexuellen Missbrauch an einem 13-jährigen Mädchen. Und wir sehen jetzt den Schluss. Ich werde jetzt gehen. Nein, du kannst jetzt nicht gehen. Kann ich. Emil, du kannst mich jetzt sicherlich einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt. Emmy! Für die Ewigkeit. Das war doch klar. Ja, der Satz ist ja zitiert aus der Reifeprüfung. Ne? Also Reifezeugnis heißt Zeugnis, auch der berühmte Tatort. Genau, ist eins zu eins derselbe Satz. Nur eben sagt dort der Mann zu der jungen Frau am Telefon und ich habe es eben ihr gegeben, die ihm auf Wiedersehen sagt. Genau, das wollte ich ja zitieren. Diesen tollen, tollen Tatort, den es da schon gab. Das Drehbuch ist ja eigentlich von Magnus Wattroth. Großartig, jetzt die Wannsee-Konferenz, muss man unbedingt anschauen. Also ich habe gelesen, dass du dann aber Rollen, die er als Mann vielleicht mit Männern geschrieben hat, dass du sie umgedreht hast und dass du gesagt hast, ich möchte das gerne mit Frauen besetzen. Ist das auch ein Teil dieses sich ermächtigen, zu sagen, ich nehme mir dieses Buch, das ist toll und ich arbeite dann aber das weiter und da bin ich vielleicht auch mit meiner Identität als Frau, habe ich einen anderen Blick? Also in dem Fall würde ich sagen, habe ich massiv ins Drehbuch eingegriffen und wenn Magnus hier säße, was schön wäre jetzt für diesen Moment, würde er sicherlich auch nochmal erzählen, dass das für ihn nicht ganz leicht war in der Zusammenarbeit. Das war auch rund um Kontrakt 18 und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich muss das hier jetzt mit aller Kraft auch notfalls im Konflikt machen bei diesem Stoff, weil ich den unheimlich heikel fand in dieser Beziehung mit dem jungen Mädchen. Und warum fand ich das so heikel? Über die Männer- und Frauenfiguren können wir später kommen. Ich hatte das Gefühl, dass aus männlicher Sicht man so ein junges Mädchen unheimlich beschützen möchte. Und natürlich erzählt, dass sie schwach ist und gerettet werden muss. Und so war das auch ein bisschen angelegt. Und das waren auch die Polizisten im Originaldrehbuch, die sie retteten. Da geht sie gar nicht von alleine. Und ich glaube, dass ich von vornherein nur Interesse an dem Stoff hatte, wenn er das Opfer ist.
in dieser fürchterlichen, krankhaften Annahme, dass er so ein junges Mädchen dauerhaft an sich binden kann. Und ich glaube, dass es für mich als Frau einfacher war zu sagen, lasst uns ihn als Opfer erzählen. Wir müssen jetzt hier nicht das Mädchen schützen und schonen und 100-mal deutlich machen, dass sie ein armes, armes Mädchen ist, was jetzt bitte ganz schnell gerettet wird, sondern lass uns sie ganz zwiespältig erzählen. Sie hat ja auch Sex mit ihm, mhm, und es ist relativ unklar teilweise, ist ihr dabei einfach nur langweilig, aber benutzt sie es auch teilweise, um Dinge wiederum für sich zu erreichen. Sie hat ja manchmal richtig was Manipulatives auch mit ihm. Und ich glaube, da konnte ich weitergehen als Frau, weil ich mich da ziemlich gut reinfühlen konnte in diese junge Frau und dann, wie sie sich verabschiedet. Und gleichzeitig, richtig, wollte ich nicht. Also sie trifft dann eine neue Freundin an der Tankstelle da, das wird dann ihre beste Freundin. Das war so als Mann angelegt, da war klar, die geht jetzt in eine neue Beziehung und befreit sich, indem sie einen jungen, endlich altersmäßig passenden Mann findet, um den anderen zu verlassen. Das war mir dann wiederum zu einfach. Es gibt aber auch noch eine andere Veränderung, das war, ist mir dann auch aufgefallen nochmal beim Schauen, dass ja auch People of Color mit der gleichen Selbstverständlichkeit vorkommen. Das zieht sich bei dir ja auch in vielen Filmen durch. In meinem Umfeld sieht es ähnlich aus wie in dem Tatort, auch in meinem Freundeskreis. Und ich würde immer sehr stark mich darum bemühen, dass wir nicht weißer und heteronormativer sind, zumindest als unser Umfeld. Und ich finde einfach, dass das Fernsehen extrem hinterherhinkt der Realität. Und ich fand, wir sprechen ja noch über Eldorado KDW, aber ich fand wirklich schade, dass manche mir so ein Programm unterstellt haben, durch die Diversitätsbrille, heißt es dann mal hier und da in den Kritiken. Das sehe ich gar nicht so, sondern ich glaube, dass ich das relativ so abbilde, wie es eben ist. Und das ist man nur eben nicht gewohnt, weil man so zu wenig einfach Diversität sieht. Wir können jetzt gerne das auch jetzt schon mal diesen Punkt auch mit KDW in Verbindung bringen, weil einer der Punkte, die vielen Leuten aufgestoßen sind offensichtlich, ist, dass es in Berlin der 1920er Jahre eben offensichtlich auch eine diverse Gesellschaft gegeben hat. Absolut. Es gibt eine großartige Fotostrecke über Schwarze in Berlin der 1920er Jahre, die ein Fotograf porträtiert hat. Und das ist eben nicht immer nur die eine Josephine Baker, sondern da gab es berühmte Tramschaffner und überhaupt Leute im Straßenbild. Das hing mit den deutschen Kolonien teilweise zusammen, die aber auch Kinder hier gekriegt und Familien gegründet. Und diese Fotostrecke war für mich wichtig, um zu sagen, das ist eben nicht ein Programm und ich setze jetzt künstlich da People of Color in den Film rein, sondern das fußt auf Recherche und Dokumentationen, die es gab. Wenn es jetzt nicht so wäre, würdest du es auch nicht so gemacht haben. Es ist eine Idee sozusagen von Realismus. Also ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass es ein politisches Statement ist, was ich jetzt nicht negativ meine. Hätte ich nichts dagegen. Also wenn ich jetzt eine Serie wie Bridgerton mir vorstelle, hätte ich auch Lust, sowas zu konzeptionieren, zu sagen, wir machen ein Colorblind Casting, was irgendwie fast schon ad absurdum etwas führt, aber treffen damit eine wichtige Aussage, könnte ich mir auch vorstellen. Im Fall von Eldorado KDW war das aber noch nicht mal der Fall. Aber es war mir besonders wichtig, bei Eldorado KDW eine Gesellschaft so darzustellen, wie sie laut meiner Recherchen zumindest war, weil ich das Gefühl hatte, vieles andere, was in den 1920er Jahren gedreht wurde, zeigt wieder eine sehr männliche, weiße Gesellschaft. Ich nehme jetzt die Karte und morgen die ganze Welt einfach mal weg. Alle haben schon gehört, dass es einer der wichtigsten Filme für dich ist. Das ist ein total interessanter und wichtiger Film, über den ganz viel und sehr viel positiv geschrieben wird. Und man kann ihn auf Netflix anschauen. Das war jetzt der Werbeblock, auf Netflix anschauen. Und wir kommen jetzt zu KDW. Und für die wenigen, die an Weihnachten was anderes vorhatten, als sich diesen Film anzugucken, sehen wir jetzt einen kleinen Ausschnitt. Vielleicht ist es gut, wenn man unglücklich ist. Wenn man glücklich ist, kommt man nicht weiter. Oh nein. Wir haben das Recht auf Glück. Niemand darf es uns nehmen. Das Glück ist mit dem Tüchtigen. So ein Quatsch. Das Glück ist mit dem, der zufällig rechts und nicht links im Schützengraben sitzt, wo ihn eine Kugel zerfetzt. Hiermit schwören wir, wenn sich die Möglichkeit zum Glück bietet, und sei es nur für einen Augenblick, so dürfen wir diesen nicht vorüberziehen lassen. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich werde Rüdiger verlassen. Ich werde für dich da sein.
Auf das KDW! Auf das KDW! Auf die Liebe meines Lebens, die ich im KDW gefunden habe! Auf die Liebe meines Lebens! Ich habe den Ausschnitt jetzt ausgewählt, weil ich finde, dass diese Serie neben vielem anderen, worauf wir gleich noch kommen, auch was ganz wunderbar Märchenhaftes hat. Joel Bassmann, der jetzt da diese Flügel noch mitgebracht hat aus dieser Nacht, die die zusammen verbracht haben, indem sie ausgegangen sind und so. Und mit diesem kleinen Kleeblatt. Es ist irgendwie ein unwahrscheinlich liebevoll inszeniertes Versprechen und auch von den Schauspielern an diesen Punkten, wo es märchenhaft ist, auch auf so eine ganz schöne Art märchenhaft auch erzählt, dass mich das so ganz glücklich gemacht hat, neben vielen anderen Sachen, die drin vorkamen und wo ich dachte, das ist vielleicht doch auch das, was von Hani und Nani und von diesen ganzen anderen Filmen, über die wir geredet haben, in diesen Film auch eingeflossen ist. Und ich habe das gedacht, wir machen das jetzt noch mal kurz nochmal, damit man auch mal diese Seite sieht, weil der Film hat natürlich, ich habe auch deswegen gleich danach angerufen und nicht gesagt, irgendwann wollen wir mal miteinander reden, weil natürlich Eldorado KDW in gewisser Weise das für mich einlöst, was du 2019 bei dem Abich-Preis gesagt hast, was ich vorhin vorgelesen habe, dass man die Dinge auch anders erzählen muss, neu erzählen muss. Und ich würde noch mal gerne da anfangen, wo du das eben übernommen hast und wo du es aus der klassischen Geschichte befreit hast, offensichtlich auch vielleicht die beiden Produktionsfirmen mit daraus befreit. Das hört sich für mich so ein bisschen an, dass da jetzt eine neue Idee gekommen ist, eine andere Geschichte zu machen. Es gab ja fertig entwickelte Drehbücher. Genau, würde ich auch insofern kein Geheimnis draus machen, weil es ja auch Pressemeldungen dazu gab. Es stimmt, dass es die sehr guten und klassischen Drehbücher ja schon gab von Rodeker Dönert. Das ist richtig. Und ich habe die zugeschickt bekommen. Und habe die auch wirklich gerne gelesen. Ich meine, das sind meisterhaft geschriebene, stimmige Drehbücher natürlich. Und trotzdem habe ich für mich entschieden, dass ich das dann nicht drehen will. Und das war für mich ein sehr wichtiges Gespräch, was ich mit Christian Schwocho hatte. Das muss ich, glaube ich, in dem Zusammenhang erzählen, weil wir telefonieren ganz oft zusammen. Genau, ist ein Regiefreund, würde ich sagen. Und wir reden auch oft. Und ich habe ihm gesagt, dass ich damit hader, weil ich finde das KDW eigentlich so spannend als Haus und so viele Themen werden davon berührt, die mich eh interessieren und soll ich das jetzt machen und ich musste doch langsam auch mal eine Serie machen und dann hat Christian so zu mir gesagt, Julia, du hast mit und morgen die ganze Welt so was Junges gemacht, jetzt mach nichts Altmodisches hinterher, bleib bei diesen modernen, jungen Sachen, das kannst du doch und dann hat das sehr stark in mir weitergearbeitet, was er da zu mir gesagt hat, weil ich auch dachte, er hat recht. Ich könnte das vielleicht gut umsetzen, diese klassischeren Drehbücher, und hätte das Handwerkszeug dazu auch mittlerweile, aber ich will es eigentlich nicht mehr. Und dann habe ich Sarah Kierkegaard angerufen und habe ihr erzählt, wie ich das gerne machen würde mit der lesbischen Liebesgeschichte im Zentrum und dass wir diese Arisierungsgeschichte, ne? Der Damian Thüne sitzt hier in der ersten Reihe, der den Georg Karg spielt, dass das einfach so ein ganz wichtiger Erzählstrang wird und wir es genau in diese Zeit auch reinlegen, wo diese Ablösung zwischen diesen beiden Männern passiert. Wer kriegt das KDW, steht ja da als Frage drüber, plus die Liebesgeschichte der Mädchen und diese zwei Stränge. Und dann hat die Sarah gesagt, dann komm trotzdem zu diesem Directors Casting und erzähl's uns da. Und das war auch eigentlich interessant beim Directors Casting, weil ich auch gefragt habe, wegen welchem Film sitze ich hier? Es ist alles so unterschiedlich. Welchen Film von mir findet ihr gut und weshalb habt ihr mich gefragt? Und was war die Antwort? Genau, und dann hat Oliver Berben gesagt, wir haben dich eingeladen wegen Katharina Luther. Ah ja, und das fand ich super beruhigend. Ja. Wenn sie gesagt hätten, ich bin dann mal weg, war so schön, dann hätte ich auch mich gefreut, aber hätte gedacht, oh, vielleicht geht das in eine andere Richtung. Ja. Und nachdem er gesagt hat, nee, wir haben dich eingeladen, weil wir fanden, dass du Katharina Luther in so eine moderne Richtung gebracht hast und das wünschen wir uns auch, habe ich dann dieses Konzept vorgestellt und dann haben sie mich gebeten, das aufzuschreiben und das ging dann alles relativ schnell. Also ich habe dann, glaube ich, erst 7 Seiten geschrieben, das war im Kern schon das. Dann kam ein Treatment-Auftrag, das wirklich von null neu zu gestalten. Wir haben natürlich Rodeker Dönert gefragt, ob sie das mit mir machen möchte. Hätte ich auch gern gemacht, aber Rodeker Dönert fand das zu weit von dem entfernt, was sie sich mal vorgestellt hat. Das ist bestimmt nicht einfach gewesen.
Und ich glaube, wir müssen sie auch mal zu dem Ganzen befragen, wenn sie das überhaupt will. Aber sowas ist furchtbar, glaube ich. Ne? Ja. Also wie würde ich mich fühlen, wenn jemand kommt und sagt, ich würde das gern anders machen. Und ich kann auch verstehen, dass sie dann das mit mir nicht schreiben wollte. So war es. Und insofern habe ich dann vom Treatment an das erst mit John wieder geschrieben. Da sind wir auch sehr weit gekommen. Aber dann ist plötzlich ein großer Zeitdruck entstanden, dass es eben zu Weihnachten wirklich fertig sein sollte. Und dann haben, deshalb, ich habe ja meine ganzen Filmfamilie mitgebracht, dann kam die Sabine Steyer und ja. Oskar Solowski dazu, das war unser Writers Room und das war echt toll. Die Sabine Steyer hatte Unorthodox ja gemacht und Oskar kannte ich von Facebook. Den fand ich einfach so einen wahnsinnig witzigen Typen, der jeden Morgen mich zum Lachen gebracht hat. Also wenn Sie mal mit Julia von Heinz arbeiten wollen, posten Sie bei Facebook lustige Dinge, dann kommt man relativ schnell mit ihr in Kontakt. Der hat in Ludwigsburg auch Regie studiert und ist einfach der kam leider noch nicht zu seinem Debüt, aber schreibt viel und gut. Mhm. Und wir waren irgendwie so ein Match in Heaven und dann haben wir, also die ersten zwei Pilotbücher hatten John und ich schon fertig geschrieben, aber Oskar und Sabine sind voll reingesprungen, haben sich die absolut zu eigen gemacht und so konnten wir tatsächlich, also dann hat Oskar Teil 4 geschrieben und Sabine Teil 5 und John den Teil 6 und ich Teil 3 und dann haben wir alles nochmal getauscht und dass das alles funktioniert hat und ineinander gegriffen hat, das war für mich ein Geschenk, weil ich dachte, kriege ich das hin? John und ich sind so ein awkward, cringe Autorenteam, was so zu Hause im Wohnzimmer seit Jahren hier vor sich hin tüftelt und das war für uns ein absolutes Geschenk, glaube ich, beide, dass wir gemerkt haben, wir können ganz professionell mit anderen echten Autoren so ein Drehbuch schreiben. Welche Rolle haben die Sender gespielt? Die haben das doch sehr eng und engmaschig auch begleitet. Also mir war auch wichtig, wenn ich etwas mache, was von mir aus riskant ist und ungewöhnlich für so einen Weihnachtsplatz, dass es keine Überraschungen gibt. Das heißt, ich habe sehr stark auch den RedakteurInnen abgefordert, wirklich das zu lesen, was ich ihnen geschickt habe, auch notfalls mal schneller zu reagieren, als sie es sonst von sich aus gemacht hätten. Ja. Die Sexszenen, das war mir ganz wichtig, dass die früh geschnitten wurden, denen gezeigt wurden. Und ich wollte einfach niemand überraschen, dass irgendjemand da sitzt am Ende und sagt, das haben wir uns aber anders vorgestellt, weil das hatte ich schon mal bei einem anderen Film erlebt, dass der Schnitt mir dann, den durfte ich dann nicht fertig machen und so. Das wollte ich alles auf gar keinen Fall bei diesem Projekt erleben und habe so transparent ich irgendwie konnte mit denen gearbeitet und das war richtig gut. Mhm. Wir unterstellen ja unseren Gästen ja auch immer, dass sie so einen Auftrag mitbringen. Ja. Und bei dir würde ich jetzt am ehesten sagen, du bist der Auftrag, zertrümmer das Alte und entwickle was Neues. Also, als ich die Rede zum Hans-Abich-Preis geschrieben habe, habe ich einen Brief bekommen von Christine Strobel und Christoph Pillander, der sehr freundlich war. Die haben gesagt, wir haben diese Rede gelesen und die ist in unserem Sinne. Und wir befürworten, was du da sagst und suchen solches Programm. Und natürlich habe ich mich daran gemessen und auch die daran gemessen, wenn wir jetzt sowas wie Eldorado KDW machen. Und wir haben auch immer wieder uns darauf bezogen, weil viele Themen werden angesprochen. Das ist ja wie fast eine Verfilmung dieser Rede dann. Ja, ja, es letztlich. Ist ein bisschen, Ich weiß, ich habe mich daran sehr stark messen wollen und die sich auch. Und deshalb gab es ja auch gar kein Gegeneinander, sondern das war ein gemeinsamer, riskanter Versuch. Ich würde den auch immer noch als riskant einstufen, weil es gibt, wie gesagt, viel lieber, aber es gab auch sehr, sehr viel Hinterfragung dessen. Und die Quote war ja jetzt auch alles andere als prächtig im linearen Fernsehen. Genau. Das war auch manchmal nicht so einfach für mich, dass wir so in unmittelbarer Nähe, finde ich, mit dem Palast dauernd in einen Topf waren. Ich glaube, das war auch nicht nur einfach für den Palast. Ja. Für uns beide war das, glaube ich, irgendwie überflüssig und schade, dass die Kritiker diese beiden Sachen so sehr vergleichen wollten. Sowohl was Quote betrifft, war das eben wieder das, was so auseinanderklaffte. Ne? Was liebt denn das Publikum und was lieben die Kritiker? Das passt ja manchmal alles andere als zusammen. Mhm. Und man wünscht sich am liebsten beides, aber das kann man einfach nicht immer haben. Ich würde gerne noch einen anderen Ausschnitt zeigen, der etwas eine Setzung aus dieser Serie verdeutlicht, nämlich, dass die Realität mit der Historie so Hand in Hand geht. Dass es eben so eine Vermischung gibt von innen und außen. Und wir sehen eben das Berlin von heute und das Berlin von damals. Und die Boulevardpresse hat gesagt, da sehe ich doch, aber im Hintergrund. KDOW, ne? Ja. Rosa hat es mir gestern gegeben, den Bildausschnitt. So, da sehe ich doch den, den haben Sie die den ganzen Fernsehturm, Fehler nicht gemerkt? Den gab es doch dann auch mal als gar nicht. Können wir vielleicht diesen Ausschnitt noch mal sehen? Soll ich euch mit zur elektrischen nehmen? Danke, wir laufen. Nee. Wir können froh sein, wenn wir zwei Zimmer kriegen irgendwann. Ich will mit ins KDW.
Geh zurück, ich bring dir was mit, ja? Und jetzt geh nach Hause. Die Schlagzeile KDOW, also ja. Die Bild-Zeitung hat wirklich... Ich war schon so ein bisschen entsetzt, wie sehr dir das um die Ohren geflogen ist. Haben da die Redakteure dich vielleicht auch gewarnt und Redakteurin? Also ist das sozusagen ein Punkt, das Fernsehen darf dann nicht so sein wie das Kino? Ich muss bestimmt mit den RedakteurInnen tatsächlich über das Ganze nochmal sprechen. Wir sind noch sehr nah dran, das gab es noch gar nicht. Ich habe mit vielen seitdem tatsächlich noch nicht unbedingt Kontakt gehabt oder so. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach war. Wie stark die Reaktionen darauf waren. Dieses eine Bild, Tonio, wo ihr da an dem schwarzen Auto vorbeigeht, ich weiß jetzt, das ist nämlich genau Minute 17:02, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Screenshot zugeschickt bekommen habe. Das ist das erste Mal, dass man dieses Auto sieht, ja. Und ich kann das auswendig, weil mein Postfach war voll von diesem Screenshot. Haben Sie das denn nicht gesehen? So, an meinem allerersten Pressetag kam gleich meine Pressefrau, hat gesagt, 3 Regionalzeitungen und diese sehr wichtige Fernsehbeilage haben ihre Interviews zurückgezogen nach Sichtungen, weil das ist für sie eine Zumutung, die Serie. Und wir dachten irgendwie, die Serie ist jetzt schon tot, bevor die überhaupt auf die Welt kommt und wird ignoriert. Das ist nicht der Fall. Wir sehen, wie groß diese Pressemappe ist. Aber trotzdem wurde es uns so ein bisschen schwer gemacht, in die Breite des Publikums hinein zu kommunizieren, welche Form da auf sie zukommt. Mhm. Das hätte ich sicherlich gerne noch mehr gemacht. Es ist ja die Frage, ob es ein Verstehen ist. Ich fand es schade, dass die Leute so überrascht waren. Ja. Ich hätte es gern vorher für viele noch mehr eingeordnet, dass das auf sie zukommt. Es ist ja vielleicht auch so, dass wenn man aneckt, eckt man an. Vielleicht ist das auch so eine Binse. Ja. Also vielleicht kriegt man dann eben auch nicht alle. Und ist, die ich Aufregung will auch gehört nicht tauschen. Dazu. Ich würde um nichts in der Welt tauschen mit irgendwas, was nicht diese Aneckung erfahren hätte, aber glatter durchgegangen wäre beim Publikum. Also dafür kam zu viel zurück. Irgendwie auch an Dankbarkeit und ja, wirklich Liebe. Es klingt so kitschig, aber man kriegt dann so inbrünstige Nachrichten. Das macht viel mit einem. Ne? Also, es ist ja diese Setzung auch, dass da eben jetzt diese lesbische Liebe ist. Das ist jetzt auch nicht so unbedingt so ein dauerhafter 20:15 Stoff. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das für viele eben auch etwa ein Punkt war, an dem sie angeeckt sind, wo sie gesagt haben, das will ich mir jetzt nicht so angucken. Aber es ist natürlich absolut auch die... Mein Twitter war voll von Porno, Porno, Porno. Müssen wir uns diesen Porno reinziehen? Da ist nichts pornografisch dran. Ich kann das Frame für Frame durchgehen. Es gibt einfach nichts Pornografisches. Und auch das arme KDW, ne? Ich weiß nicht, wart ihr mal auf Social Media beim armen KDW? Da steht auch alles. Müsst ihr so ein Porno... Also, es ist hart. Aber ich denke, es ist eben auch doch eben die Geschichte auch von Karg und was du auch am Ende eben dazu sagst, dass es eben auch eine... die Geschichte von einem Unrecht ist. Und da ist das Fernsehen eigentlich voll, auch mit großen Erzählungen, das immer wieder zu sühnen und zu rächen und daran zu erinnern, aber irgendwie nicht so. Ja? Also irgendwie ist das ganz verrückt, dass man das Gefühl hat, dass die beiden jetzt befreundet sind. Ja, sicher, weil Damian das auch sehr menschlich mit mir angelegt hat, ne? Den Georg Karg. Der ist unheimlich lange Sympathieträger und das war auch für viele eine Enttäuschung, weil er ist so der am wenigsten Wilde. Ja. Oh, das ist der Einzige, der ein bisschen anständig ist und nicht Drogen und nicht... Genau. Ausgerechnet der wird dann getwist. Das war sicherlich ungewöhnlich, dass er von vornherein eigentlich erstmal der liebevolle und harmlose Sympathieträger war. Mhm. Das fanden wir aber genau wichtig, ne? Weil wir uns ihn eigentlich so vorgestellt haben nach der ganzen Quellenlage. Es gibt mehrere Tafeln am Ende, die erzählen die Geschichten weiter, sowohl der fiktiven Figuren als auch der realen Figuren. Und da gibt es eben zwei Tafeln, die dann halt sagen, ich
also aus juristischen Gründen zitiere ich das jetzt lieber mal, lese ich das mal ab, dass Georg Karg übernimmt das ganze Tietz-Imperium und entschädigt die Familie nach 1945 mit einer geringen Summe. Mhm. Das ist eine nicht gegendarstellungsanfällige Formulierung, weil man definieren müsste, was gering ist. Und seine zweite Tafel, sein Vermögen, fließt in die Hertie-Stiftung. Diese behindert lange die Offenlegung ihrer Profite aus der Enteignung und Arisierung. Eine weitere Studie zur Aufarbeitung wurde 2020 in Auftrag gegeben. Das ist eigentlich alles. Die Geschichte vorher erzählt das ja gar nicht. Die Geschichte hört ja vorher auf. Und auch, dass er alle jüdischen Angestellten entlässt, steht ja auch noch auf der Tafel. Ja. Ne? Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, ne? Weil man ihn als so einen lieben... Ja, genau. Mhm. Und das war dann eben nochmal eine Schlagzeile, die höchstwahrscheinlich auch hier drin ist, dass die Hertie-Stiftung dann gesagt hat, das finden wir jetzt aber doch nicht so richtig gut, wie das dargestellt ist. Ach, das ist echt ein schwieriges Thema irgendwie. Also ich hatte ja im Vorfeld, dank der Vermittlung auch von dir, Nico, Kontakt zur Hertie-Stiftung, auch zu Herrn Hammersen. Und habe ihm das sehr genau erklärt und er hat uns auch unterstützt. Ne? Er hat uns wirklich viel zukommen lassen und ich habe ihm die auch absolut vorgelesen am Telefon und das werfe ich mir vor, dass ich ihm die Tafeln nur vorgelesen habe, denn die standen schon so in der ersten Drehbuchfassung und sie ihm nicht zugeschickt habe. Okay. Das hätte ich sicherlich, aber wir waren da auch schon im März und im Mai haben wir gedreht und ich war in Quarantäne im Motel One und habe das vielleicht nicht ausreichend dann an ihn kommuniziert. Und das heißt, es war für Herrn Hammersen scheinbar doch ein Schock, das dann so zu sehen, die Serie mal so erzählt zu bekommen und diese Tafeln dann in dem Zusammenhang auch zu lesen. Und da hat er dann einfach einen Brief geschrieben, der wiederum mich sehr verletzt hat, weil er sagt, die Regisseurin hat hier hochemotional gehandelt und verbreitet Fake News. Und wie kann denn die ARD in solchen Zeiten Fake News verbreiten? Und das hat mich erstens dann, hat mir den Rest gegeben, weil dieser Brief kam dann zwischen Weihnachten und Neujahr und jetzt musste ich riesige Gegendarstellungen schreiben. Du warst an meiner Seite, Damian. Die Hertie-Stiftung-Studierenden waren da an meiner Seite. Das heißt, wir mussten sehr ausgiebig nochmal gegenüber der ARD darlegen, wie wir zu diesen Texttafeln kommen, konnten das zum Glück auch ausreichend belegen. Und für mich ist es einfach irgendwie schade gewesen, dass er sich gewünscht hätte, dass diese Tafeln runtergenommen werden, weil ich einfach denke, es ist darüber noch zu reden und es ist noch nicht aufgearbeitet und man sieht noch nicht, wenn man auf die Seite der Hertie-Stiftung geht, woher kommt unser Name? Also im Grunde genommen wird die Tietz-Familie schon wieder ausgelöscht, indem sie da gar nicht genannt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Tafeln, so unschuldig du sie ihr mal vorgelesen hast, aufgeladen worden sind durch dieses ungewöhnliche Stück Fernsehen davor. Ja, ja. In jeder Weise. Es emotionalisiert Es emotionalisiert halt sehr stark. Es soll ja auch aufrauen. Es soll ja gar nicht so ein schöner Weihnachtsmehrteiler sein, wo wir alle sagen, ja, so ist es gewesen. Glaubst du, dass mit sowas wie KDW, dass man das häufiger machen müsste, um eher noch mehr zu spalten und noch mehr aufzurauen? Wie du es da ja eigentlich auch gefordert hast, weil es uns allen gehört? Ich wollte eigentlich nicht unbedingt spalten und aufrauen, sondern eigentlich eher mehr Fernsehen für mehr Menschen machen. Ich kann irgendwie noch kein Fazit ziehen. Ich bin täglich immer noch in Prozessen, die aus dieser Serie entstanden sind. Ich weiß nur, dass ich jetzt erstmal lange nichts drehen kann, weil ich davon sehr erschöpft bin und nicht damit gerechnet habe, dass das so viel mit mir macht. Das ist ja traurig. Nein, ich wollte dich jetzt fragen, was du als nächstes machst. Nein, ich habe ja schon einen neuen Plan, aber das ist dann eben wirklich zum Winter hin und Genau. Du hast mir am Telefon vorher erzählt, dass du jetzt auch in die USA gehst und da drehst. Da treffe ich nur Menschen. Wir drehen in Polen, aber ich drehe mit zwei amerikanischen Schauspielern, mit Lena Dunham, die ich sehr liebe, die Girls gemacht hat und auch selber Regisseurin ist, und Mandy Patinkin, den könnte man kennen als Saul aus Homeland, den CIA-Chef. Genau, die sind ein Tochter-Vater-Gespann bei einer einwöchigen Polenreise und das hat auch wieder einen jüdischen Hintergrund, weil sie ihn eben zwingt, spielt im Jahr 1990, zeig mir, wo wir herkommen, und dann ist es sowohl eine Culture-Clash-Komödie ein bisschen als auch eine Liebesgeschichte, die entsteht zwischen Vater und Tochter, die sich sehr fremd geworden waren und sich auf dieser Reise wiederfinden. Dann dafür sage ich toi, toi, toi. Und ich danke
Ihnen allen fürs Zuhören. Wir werden jetzt gleich noch mal untereinander miteinander noch etwas reden. Die Sendung ist jetzt hier zu Ende. Und als nächstes freue ich mich in dem nächsten Fernsehsalon auf die Journalistin Dunja Hayali. Bis dahin, uns allen eine gute Zeit. Danke. Vielen Dank. Thank you.